Ausstellung von Christian Herdeck trägt den Titel Lyrical Minimalism. Und das ist auch etwas, was man im Laufe der Ausstellung auch immer wieder so empfinden wird, dass seine Arbeiten eine gewisse Lyrik haben, aber trotzdem auch von einem Minimalismus geprägt sind. Christian Herdeck ist 1942 in Zürich geboren und er ist als Künstler eine sehr interessante Position, weil man wirklich honorieren muss, dass er als einer der ersten in der Schweiz mit Leuchtstoffröhren gearbeitet hat. Bei dem Thema Leuchtstoffröhren muss man zum einen wissen, dass es eben handgemachte Glasröhren sind. Es ist jedes Mal handgemacht, das ist etwas, was man sehr leicht vergisst. Und diese Glasröhren können mit unterschiedlichen Pigmenten gefüllt werden und sie können mit unterschiedlichen Edelgasen gefüllt sein. Eine Argonröhre erkennt man daran, dass ihr Ende blau leuchtet und eine Neonröhre erkennt man daran, dass das Ende rot leuchtet. Herdeck kann als Künstler entscheiden, ob er das jetzt mit Argon, also blauem Licht füllt, oder mit Neon füllt, also rotem Licht. Der Grund, warum ich das so detailreich kläre, hat damit zu tun, dass man sich da auch vorstellen kann, was eine der größten Errungenschaften von Christian Herdeck ist. Das ist nämlich eben genau diese unglaublich große Farbpalette, die er in seinem Schaffen anwendet. Er hat sich da auch in den 70er Jahren bereits mit einer Firma in Heidelberg zusammengesetzt und sie haben gemeinsam an der Produktion von neuen Farben gearbeitet. Und es gibt bei ihm in seinem Repertoire mittlerweile über 300 verschiedene Farben. Und das ist durchaus etwas, was man wie mit einem Maler vergleichen kann, was aber in der Kunst, die mit Leuchtstoffröhren arbeitet, ein Unikum ist. Also insofern, er ist zum einen ein Pionier, der mit Leuchtstoffröhren arbeitet, und zum zweiten beruht sich seine Pionierkunst auch darin, dass er eine unendlich große Farbpalette in seinem Werk anwendet. Die früheste Arbeit der Ausstellung ist die Arbeit, die hinter mir zu sehen ist, mit dem Titel Playlights von 1969. Eine Arbeit, die tatsächlich noch mit Glühbirnen funktioniert. Glühbirnen und einem zwischengeschalteten Zufallsgenerator, der sie einzeln in unterschiedlichen Formationen aufblinken lässt. Wenn man zurückschaut auf eine Reihe von Arbeiten, die in den 70er Jahren entstanden, und die Ausstellung zeigt einige herausragende Beispiele davon, beispielsweise die Arbeiten Red Explosion, Boundless und Metropolis, so sieht man, dass es sich hier um Arbeiten handelt, die durchaus noch so etwas von einer gewissen Popkunst haben. Also sie sind literarisch, sie sind verspiegelt, sie sind ein bisschen erzählerisch. Gerade Metropolis verweist auch noch so ein bisschen auf dieses Urbane, auf das Städtische, in dem Herdeck ja auch lange gelebt hat. Oder Red Explosion ist ganz wörtlich wie so ein roter Feuerball, der aus einer Schachtel wie herauszuspringen scheint. Also das ist noch so diese verspielten, narrativen, frühen Arbeiten. Und das ändert sich sehr schnell. Es ändert sich eigentlich bereits so um 1973 herum, wo Christian Herdeck sich der Reduktion verschrieben hat. Und ab diesem Moment werden die Arbeiten alle viel reduzierter und auch viel mehr so mit wenigen Materialien auskommend. Und es sind eigentlich nur noch die Titel, die manchmal eine sehr süffisante kleine Beigabe geben und noch etwas erzählen, das aber dann mehr mit der Farbgebung zu tun hat oder mit einem Gefühlszustand zu tun hat, aber sonst durch ihre Klarheit und durch ihre Anwendung der Farbigkeit bestechen. Es gibt einige Werke, die zu den Hauptwerken Christian Herdecks zählen. Eines, auf das ich unbedingt verweisen möchte, ist die Arbeit Step On. Das ist die Arbeit, besticht ganz stark durch ihre Materialverwendung. Wir haben zum einen also eine Leuchtstoffröhre, die direkt am Boden auftritt und darüber eine vermeintliche Betonplatte. Man hat dieses Gefühl, man könnte auf diese Röhre draufsteigen, sie betreten. Das darf man natürlich nicht, aber es ist alleine schon dieses Assoziieren, das diese Arbeit zu einem ganz Besonderen macht, einer Arbeit, die wie mit der Architektur verschmilzt. Und wenn ich schon jetzt diesen Architekturbezug erwähnt habe, so möchte ich doch noch auf das Badener Modell hinter mir verweisen. Diesmal ist es wirklich ein Modell für eine seiner zahlreichen Kunst am Bau Aufträge. Christian Herdeck hat zahlreiche davon durchgeführt. Und im Badener Modell zum Beispiel werden so Ellipsen und Kreisformen übereinander geschichtet,
In der Realität ist es in der Architektur eingepasst in einen Luftschacht, was im Großformat natürlich nochmals ganz anders wirkt. Und Christian Herdeck hat ja zahlreiche so Kunst- und Bauprojekte gemacht und die neueste selbstverständlich auch mit LED-Technik. Und somit spannt er jetzt wirklich einen Bogen von den Leuchtstoffröhren mit Neon- und Argonlicht, von den Glühlampen bis hin zur LED-Technik.